So, halli, Hallöchen, Hans und Petty hier und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 4 in der Meeresgrundgrotte auf der dritten Ebene. Es läuft grottenschlechter, die erste Ebene, ja, nicht so optimal verlief, wie es geplant war. Leider mussten wir eine Zwiebel vorläufig zurücklassen. Und das schmerzt immer. So, da sind direkt zwei Schätze vor unserer Nase. Wir müssen aber erstmal einen Weg frei machen. Indem wir hier einfach mal 10 Pikmin anhängen und den Rest rumboxen lassen. Das ist so praktisch, dass Ochsen halt auch mit einreißen kann. So, machen wir gleich hier mal die. Entschärfen die Fallen. Die auf dem Weg liegen. Und die Krabben. Und die großen Krabben. Aber ich will hier. Ja, greif mal zu. Nicht so! Nicht so, Mann! Okay, ich habe nicht erwartet, dass der so schnell zuschlägt. Ach Mann. Ja, kommt er aufs Trockene? Kommst du hier rauf? Ja? Otschen, was? Keine Verluste beim zweiten Mal. Oh, halt, da fliegen Pikmin. Rettet sie! Gut. Ah, hier, wir hätten uns hier verstecken können. Ja, wäre witzig gewesen. Nee, warte. Wir brauchen Wasser-Pikmin. Für ein komisches Exemplargebiss? Was es nicht alles gibt. Gut, hier können wir noch durch. Ah, Pikmin unter Wasser. Wir sammeln uns mal wieder. Es ist ein sehr schöner Dungeon. Also optisch finde ich den hier bisher am ansprechendsten. Es ist schön mit so Wasserspiegelungen und Co. Bin ich echt großer Fan von. Das Wasser könnten wir mit genau 100 Pikmin einfrieren. Das wäre natürlich auch ein Event dann. Das sähe so cool aus. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man hier ein bisschen was abfließen lassen kann. Mündliche Überlieferung. Okay. Stacheln sind raus. Und wir konnten ihn schnell genug besiegen. Okay, das ist echt ein knappes Ding bei den Fischen. Sehr gut. So. Otschen kann ja eigentlich auch tauchen. Ja, verteilt euch. Verteilt euch! Ausschwärmen! Ach, da ist noch einer. Au. Wir machen mal folgendes. Otschen? Ach, Moment, das ist ja noch im Wasser. Da können die Eispigmen klar nicht absteigen. So. Otschen. Absteigen. Fass. Wie gut bist du, Otschen ist unsere neue Kampfmaschine. Unterwasserabenteuer. Und drei dieser Deko-Dinger liegen da. Ja, das, darauf möchte das Spiel aufmerksam machen. Auf die Wasserverschmutzung durch Plastik.
dann soll er das halt schnell abtransportieren. Wenn er den Spieß nicht haben möchte. Oder holen möchte. Ja, ich wollte eigentlich wieder nur die Wasserpigment mitnehmen. Auftrennen. Und mitkommen. Ach so, das ist noch eine Wasserfalle. Ich dachte gerade, hey, macht der Fisch noch im Jenseits hier Attacken? Nee. Eine Wasserfalle, die unter Wasser ist. Das ist ja was ganz Kreatives. Und wir müssen hier wieder eine Brücke bauen. Ugh. Und unsere Pikmin sind alle irgendwo verteilt. Das passt. Das ist fein. Oben käme ich mit Wasserpigment durch. Oh, schön, ist wieder da. Ich habe gar nicht bemerkt, dass er weg ist. Wo ist der Schalter? Der ist da hinten. Können die diese Schätze da durchtragen? Ja, können sie. Es sieht ein bisschen gehemmt aus, aber es funktioniert. Sehr schön. Aber dann gehen wir über den Weg direkt zum Schalter. Wir tun auch gleich alle, die schnell nur unnötig rumstehen. So, haben wir 77? Wir haben 76. Wir haben 76. Irgendwo harzt noch einer rum. Naja. Ne, jetzt haben wir alle. Dann entschärfen wir dich ganz, ganz schnell. Und vereisen dich noch schneller. Oh, rette doch den Kleinen. So, die Zahnbürste wird auch mitgenommen. Und der Weg für Otschin wird freigemacht. So, tolle Sache. Otschin, komm her. Mein liebster Hundi. Ich kann so wenig ohne dich. Aufsteigen und auf zum nächsten Gegner. Weil am liebsten hätte ich hier nochmal schnell mehr Eispigment. Dass wir das einfach viel schneller einfrieren können. So. Ach, das war der letzte Schatz. Theoretisch müssten wir das Vieh gar nicht besiegen. Praktisch wird es im Weg sein. Oder auch nicht. Ah, hier wären aber noch Schatzdinger. Otschin kann doch Gegner in der Luft angreifen. Oder eingesaugt werden. Auch ihr spielt gemeinsam. Das ist ja süß. Wie viel Schaden machst du dem Vieh? Dem machst du nicht so viel Schaden. Aber es sieht sehr witzig aus, wie er es probiert. Gut, wir gehen weiter. Vielleicht können wir noch jemanden retten. Einen einzelnen Schatz hat es noch. Ja, dann werden wir definitiv noch einen retten. Ah, ein Riesenkröterich. Es hat noch Wasserpigmen. Und Eispigmen. Ja, der Schatz ist hier. Und wir können sogar noch mehr Wasserpigment da mitnehmen. Also ich finde, die Eispigment sind bisher echt am nützlichsten.
machen echt einiges her. Und wenn wir immer wieder auf diese Ebene gehen, dann können wir auch jedes Mal 10 Eispigmen mitnehmen. Das ist auch sehr gut für die Population. Nee, sogar noch mehr, weil auf der anderen Seite hat sie auch noch eine Blume. Das ist mega. Ah, doch nicht. Hä? 15? Ich weiß nicht, weil die eine Blume war doch jetzt viel mehr, oder nicht? Naja. Und... Oh Gott, wie viele Pikmin werden denn hier sterben, wenn wir so viele pflücken können? Ich befürchte Schlimmstes. Wir haben 87. Hier können wir dann den Schatz rausziehen. Okay. Oh, ich kann gar nicht. Punkt? Okay. Ja, war heftig. Ach, ihr seid so Punkte, wo man... Aha. Wo man die Pikmin hinschleudern kann. So, das haben wir schon mal gesehen, aber wir wussten damals nicht, was dieser Punkt soll. Naja, wir gehen direkt in den Dungeon rein und holen noch die Zwiebel. Gut gemacht. Und jetzt sehen wir mal die Visitenkarte an. Es ist Vendea. Ist überzeugt, dass noch nicht erforschte Planeten Kunst am nötigsten haben. Also versammelt sie ein Filmteam und flog los. Ja, Opernsängerin, die ständig im Fernsehen ist. Sie ist bekannt für ihren Auftritt in... Ach, wo war das noch? Oh gut, jemand von der Fernsehcrew. Das wird Mopis sicher freuen. Wir haben alles, ne? Ja. Otchin freut sich auch. Das heißt, ab nach oben. Und dann wieder nach unten. Goldklumpen, Habgiergenerator, Bürste der Unvernunft, Geistesschwert, geheimnisvoller Quetschfisch, Monstergebiss, Oktoplus, bezauberndes Gummiteil, gekrönte Kugelbeere. Ach, steht ja auch dran, was Neues. Fallgrubendeckel, Meister des Geschmacks, falscher Lolli, mütterliche Skulptur. Toll. Okay, ja, wir haben 4 Eispigment verloren, aber auch mehr dazu bekommen. Also generell ein Gewinn. Schade nur, dass wir jetzt noch mehr Zeit vom Tag verlieren, weil wir ja nochmal da rein müssen. Und dann wieder raus. Und auch schade, dass die Ladezeiten so unfassbar lang sind. Ich würde auch gleich wieder rein. Du brauchst doch gar nicht so viel laden. Das ist ein Viertel vom Tag rum, ne? Ja. Ebene 1. Also. Let's go. Dass wir dann 70 Pikmin im freien Feld haben können. So, ah, aber wir können auch noch, ja, Eispikmin mitnehmen. Ja, gerne. Es hat sich gelohnt. Plus noch euch und noch mehr Eispikmin. Ja, gerne, gerne, gerne. Und die Gegner sind auch alle noch weg. Hier fehlen auch noch die 4. Schön. Ah, nee, das sind Wasser-Pikmin. Na gut. Aber 5 Eis-Pikmin plus Zwiebel. Nehmen wir auch gerne mit. So, und dreht. Dreht ihr?
Meine kleinen lieben Pikmin-Freunde, was macht ihr? Warum steht denn der eine nur so da? Hey, dieser kleine Sozialschmarotzer. Wir machen es gleich. Nein, wir machen es gleich so. Und durchboxen. Bam. Tragt alle. Oder auch nicht. Die Zwiebel ist scheinbar leichter. Die braucht nur 5. Aber manchmal brauchen die 20. Also, I don't know. Knobknolle erhalten, 100%. Wir können zur Oberfläche. Und noch mehr vom Tag ist halt weg. Niemand wurde gerettet. Keine Schätze wurden gefunden. Und trotzdem haben wir die 100% bekommen. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel-Peter. Ciao.